Hallo und herzlich willkommen, diesmal endlich mit meiner neuen Cedar Wood. Wie ihr wisst, die ist die erste Cedar Wood, die ich habe. Ich habe die Basic mir nicht geholt, weil ich unbedingt diese Version haben wollte. Und sie ist endlich da. Sie sollte schon im letzten Monat rauskommen, aber wie es so gerne ist, hat Mattel gesagt, nein, sie kommt erst diesen Monat raus. Also, naja, mussten wir halt ein bisschen länger warten. Hier seht ihr schon mal die Verpackung. Wie immer, normal, ever after, High-Verpackung, wie ihr gerade lesen könnt. Die Zeichnung von ihr ist wieder mal wunderschön geworden. Ich liebe ja die Zeichnungen auch von Monster High natürlich. Sie sehen sehr oft besser aus, leider Gottes. Und hier sieht man zum Beispiel Cedar Wood, Daughter of Pinocchio, also die Tochter von Pinocchio. Wie wir alle wissen. Natürlich wieder das Schlüsselloch und ich versuche, die Kamera so zu halten, dass ihr es euch durchlesen könnt, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Die Verpackung ist diesmal auf allerlei Sprachen, fällt mir gerade auf. Hier seht ihr nochmal das Bild, die Teeparty, natürlich gegeben von der Madeleine Hatter. Hattastic Party. Oder auf Deutsch, teetastische Party. Hier sind alle, die teilnehmen. Finde ich schade, dass nicht alle teilnehmen. Aber naja, das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel geworden. Ich hätte mir trotzdem noch mehr gewünscht. Aber naja. Hier ist nochmal die komplette Umzeichnung, die sie gemacht haben. Wunder, wunderschön. Ich finde sie ja wirklich toll. Besonders auch die Zeichnungen an den Beinen und alles. Das habe ich mich schon gefragt, ob sie das wirklich gut umgesetzt haben. Und das werden wir gleich sehen. Natürlich everafterhigh.com, immer super. Gibt es auch auf Deutsch für diejenigen oder auf Spanisch oder auf Französisch. Von dem her verstehen das wahrscheinlich alle. Und wir haben sie mal ausgepackt. Wie ihr sehen könnt, die Strähnchen, die rechts und links eigentlich sein sollten, naja, sind noch nicht da. Ich werde sie dann noch ein bisschen umgestalten. Hier am Kopf seht ihr schon mal, sie haben sogar am Kopf diese Holzstruktur übernommen, was ich toll finde. Der unglaublich süße Hut. Natürlich so eine Art Haarreifhut in Pink mit einer lilanen Feder und natürlich sehr süßen Details, wie ihr sehen könnt. Die Haare sind bräunlich mit lilanen Strähnchen, müssen auch natürlich gemacht werden, weil aus der Verpackung sieht es natürlich grottig aus und man muss das halt immer wieder machen. Das Make-up ist lila gehalten, ihre Lippen, na, jetzt, Kamera fixiert sich, sehr schön gemacht. Diese Ohrringe trägt sie Gold auf beiden Seiten, also es ist nicht unterschiedlich, sondern es ist wirklich der Ohrring, den findet ihr auch auf der anderen Seite. Am Hals natürlich die Holzstruktur und eine Art Kette, die ich sehr süß finde, in Schwarz natürlich. Hier seht ihr das Ärmelchen und die Hände, Handschuh-like in Schwarz gehalten, sehr fein. Ihre Accessoires sind natürlich sehr wenige, muss ich zugeben, ein Ring. Wäre auch cool gewesen, aber naja. Hier seht ihr mal mit einem der Accessoires, mit dem sie kommt, einen Teeservie in Holzoptik natürlich, weil sie ja selber Holz ist. Sehr süß, zeige ich euch gleich nochmal. Gibt nämlich noch mehr. Das Kleid an sich ist eher im Pinkton gehalten, pink-weißlich. Der Rock blumig, lila, weiß. Darunter wird es dann eher ins Bräunliche, dann wieder schwarz, weiß, pink und natürlich das hier. Der Grashüpfer darf natürlich nicht fehlen. Die Beine sind weiterhin Holzoptik gehalten, was ich sehr gut finde. Also da bin ich absolut begeistert, wie sie das umgesetzt haben. Kleine Söckchen und natürlich die unglaublich schönen Schuhe in lila Gold gehalten. Da seht ihr es auch wieder mit Grashüpfer obendrauf. Sehr super. Also die Details sind richtig, richtig gut gemacht. Es war es wert, auf sie zu warten, muss ich sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Originale, also die Basic-Version genau aussieht, aber da bin ich begeistert. Der Ständer ist durchsichtig und schwarz unten, was ich auch sehr gut finde. Ich mag das ja, wenn das durchsichtig unten ist. Der Kamm ist natürlich dazu auch in schwarz gehalten. Und hier ist das Teeservie, wie ihr gesehen habt. Sie kommt mit zwei von diesen Teilen. Cups, wie auch immer das auf Deutsch heißt. Als Untersetzer, die sind drauf, also das kann euch nicht runterfallen. Holzoptik, sehr süß gemacht. Könnt ihr auch was reinfüllen, wenn ihr lustig seid.
Dann natürlich das hier. Auch wieder in Holzoptik gehalten mit ein paar Accessoires dran. Und natürlich geht es auch auf. Ich mag ja, wenn Dinge aufgehen. Also wirklich aufgehen, wenn es nicht nur so Pseudo ist. Hier seht ihr so ein, das Kreuz ist natürlich von einer Marionette gehalten, was ich toll finde. Also das finde ich eine super Idee. Dann natürlich auch wieder in Holzoptik ihr kleines Purse, also ihre Handtasche. Deutsches Wort, Handtasche. Und natürlich, es geht auf. Leute, es geht auf. Ich bin begeistert. Ich mag es echt, wenn Sachen aufgehen und wenn sie nicht nur so drauf Dings sind, dass du sie wirklich nur als Accessoire und nichts reinmachen kannst. Das ist auf jeden Fall meine Cedarwood-Tetastische Party-Variante, Version. Ich mag sie. Ich muss natürlich die Haare, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen verändern, damit sie noch niedlicher rüberkommt. Ich will, wie in den ersten, also in den Fotos auch gesehen wurde, diese zwei Strähnen um ihren Kopf legen. Da muss ich natürlich erstmal ein bisschen was daran verändern, aber da seht ihr, die Strähnen, die sind hinten irgendwie zusammengemacht. Aber naja, das ist alles machbar. Auf jeden Fall bin ich begeistert von ihr. Ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Der Skinton ist natürlich in Tarn, also braun, Holzoptik. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich habe noch ein Foto für euch von ihr am Ende und neue Fotos von ihr wird es dann wieder auf meinem DeviantArt-Account geben, den ich natürlich auch unten im Link, also verlinken werde. Wie gesagt, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder.